Wir drehen jetzt mal den Bass auf. Ja, ja. Hi zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Leute, ich habe euch heute wieder Musik mitgebracht und zwar von Äxten. Die haben mir einen aktiven Subwoofer zur Verfügung gestellt, damit ich ihn euch vorstellen kann. Und da geht es darum, speziell für Fahrzeuge mit wenig Kofferraum oder mit wenig Reserveradraum. Ihr wisst es, die meisten Fahrzeuge haben heute ein Notrad im Kofferraum und da passt einfach ein Reserve, nicht jeder Reserverad-Subwoofer rein und vor allem auch wenn er aktiv ist. Und hier haben wir das gute Stück von Äxten mit einer Einbautiefe von sage und schreibe 12,5 cm. Passt in das flachste Reserveradgehäuse rein. Wir testen das gleich erstmal aus. Und für dieses Video heute habe ich einen ziemlich neuen Seat Leon mitgebracht. Und Leute, dieser hat wirklich extrem wenig Platz unter der Kofferraumabdeckung. Ich habe das schon mal für euch aufgemacht, damit man da sofort reingucken kann. Also Leute, hier ist es wirklich extrem flach. Und ich bin echt gespannt, wie der Subwoofer hier reinpasst. Der Vorteil, den wir bei diesem Fahrzeug hier haben, Leute, schaut euch das an. Da hat hier schon so einen mini lustigen Subwoofer eingebaut. Das Gute ist, wir brauchen kein Lautsprecherkabel ziehen. Wir können das High-Input Cinch-Kabel verwenden und da kommen wir schon zum Zubehör, welches mitgeliefert wurde. Der Umbau des Subwoofers ist recht einfach. Also als erstes einmal entfernt ihr das originale Reserverad oder das Notrad, legt es zur Seite und genau an diese Stelle passt nämlich der Subwoofer wunderbar rein. Zieht diesen fest und dann können wir auch schon mit dem Verlegen der Kabel beginnen, was nicht schwer ist. Ein besonders dickes Kabel brauchen wir hier auch nicht. Neben der Ersatzsicherung von 10 Ampere wird mitgeliefert ein Remote Control mit einem entsprechend langen Kabel, welches ihr vom Kofferraum direkt bis nach vorne legen könnt. Wir haben hier ein Klebepad mit schon drauf geklebt. Das könnt ihr euch unter die Schalttafel irgendwo hinkleben und von vorne aus die Bassstärke steuern. Und was ich hier besonders schön finde, ist, dass er hier auch so ein bisschen klackt beim Verstellen. Da weiß man, wenn man dran dreht. Als nächstes haben wir hier das Anschlusskabel. Das kommt einfach hier rein. Und was wir nur noch machen müssen, ist ein Pluskabel direkt von der Batterie und eine Masse. Und das zeige ich euch aber gleich, wo wir das alles finden. Wird wirklich nicht schwer sein. Dann haben wir hier zwei Cinch-Anschlüsse. Verfügt über ein Radio, welches Cinch-Anschluss oder Ausgänge hat, könnt ihr diese direkt hier anschließen. Wollt ihr das so wie ich machen, über den High-Input direkt in die aktive Endstufe reingehen, in den aktiven Subwoofer, verwendet ihr diese Adapterkabel. Die werden hier draufgelegt. Und dann könnt ihr direkt an den Lautsprecherausgang, in dem Fall ist das hier der Eingang, dran gehen. Und das wird direkt hierdurch gefiltert, wo wir hier noch eine Möglichkeit haben, um das noch einmal einzustellen. Und eine wichtige Sache, die ihr über dieses Cinch-Kabel-Adapterstück wissen solltet, welches oder was es damit zu tun hat mit dem Remote-In-Kabel. Ganz wichtig für die ganz neuen Fahrzeuge, die gar kein Remote-Out an ihrem Radio haben. Und zwar ist die Sache die, neuen Fahrzeuge, die über CAN-Bus laufen, verfügen nicht über eine automatische Antenne. Bedeutet, die Kabel, die hinten am Radio angeschlossen sind, haben alle Dauerplus. Die Radios werden nicht, werden ganz normal über CAN-Bus gestartet. Und das ist das, was ganz wichtig ist bei den neuen Fahrzeugen. Ja, ein Chip, der im Subwoofer integriert ist, der erkennt, wenn die Musik läuft. Bedeutet, wenn ihr dieses Kabel verwendet, dieses Cinch-Kabel mit dem Adapterstück hier, welches ich bereits schon zusammen verbunden habe für den Umbau, sobald hier Musik reinkommt, geht die Endstufe automatisch an. Ja klar, vorausgesetzt, Plus ist angeschlossen, Minus ist angeschlossen. Ihr braucht aber kein Remote-In-Kabel oder kein automatisches Antennekabel, je nachdem, wie man es nennen mag. Aber ganz wichtig,
nutzt ihr die Endstufe direkt über den Cinch-Kabel, also ohne dieses Adapterstück, direkt über das Cinch-Kabel. Das ist ganz wichtig, da braucht ihr wirklich ein Remote-In-Kabel, denn in der Regel, wenn ihr Cinch-Ausgänge habt, habt ihr auch einen Remote-Ausgang an eurem Radio, weil es das unterstützt oder weil ihr ein Radio nachgerüstet habt. Ganz wichtig, Leute. Der Lautsprecher vom Aktiv-Subwoofer hat einen Durchmesser von 20 cm. Die Frequenz ist 35 bis 100 Hertz. 100 Watt WRMS, Leute. Also, das sollte für ein kleines Auto reichen, sowas wie ein Audi A3 oder ein Seat Leon. So, Leute, und da ist der Subwoofer, der ist schon mal eingelegt. Jetzt müssen wir nur noch die Kabel verlegen. Wie ich vorhin schon gesagt, hier ist das schöne Subwoofer-Kabel. Dieses können wir dafür verwenden, um es hier mit anzuschließen. Alles folgt gleich. So, wir verlegen gleich die Masse. Die Masse wird von hier reingelegt, geht an der Verkleidung lang und ich zeige euch, wo wir die Masse haben. Dort ist ein Massepunkt. Seht ihr ihn? Ja, genau, da ist er. So, das ist der Massepunkt und da brauchen wir ungefähr, ich hätte jetzt gesagt, 1 Meter Kabel. Und dann kommt noch das Plus. Das Pluskabel legen wir ganz einfach hier am Fahrzeug in der Verkleidung, wenn die Verkleidung sowieso ab ist und die hier auch ab ist, können wir mit dem Pluskabel hier rauskommen. Unter die Einstiegsleiste, Zierleiste, genau das gleiche hier. Und im Fahrerfußraum, wenn man hier reinschaut, sehen wir den Hauptkabelstrang. Dort, genau da, geht er nämlich in den Motorraum. Und da werden wir das Pluskabel mit durchziehen. Und ja, dafür muss natürlich das ganze die ganze Seitenverkleidung weg, die Fußstütze weg. Das geht alles eigentlich relativ easy. Abbauen, Kabel langlegen, aber achtet drauf, dass es wirklich gut und schön verlegt ist neben den originalen Kabeln. Unter der Motorhaube hinter der Batterie finden wir auch den Ausgang von dem Kabelbaum, den wir gerade im Fußraum, Innenraum gesehen haben. Damit es euch ein bisschen einfacher fällt, könnt ihr natürlich die Batterie ausbauen, Batteriekasten ausbauen, dann habt ihr direkt einen Einblick auf die Spritzwand und kriegt das Kabel natürlich besser raus. Ich werde es so machen, ich werde das Kabel von innen hier durchschieben, soweit es geht, und irgendwo seitlich hier drunter oder so wird mir das Kabel schon entgegenkommen. Und wenn es mir entgegengekommen ist, dann verbinden wir es direkt mit dem Pluspol. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Pluskabel, Verlegen des Pluskabels an. Das ist keine schwierige Sache. Anschrauben, reinlegen. Auf der anderen Seite das gleiche. So, Leute, das Pluskabel ist verlegt. Ich würde euch gerne einmal zeigen, wie ich das gemacht habe. Also, wir gehen einmal hier von der Batterie, wie ich schon vorhin gesagt habe, in die Öffnung. Und jetzt gehen wir mal in den Innenraum. So, und im Fußraum kommen wir oben aus der Öffnung vom Kabelbaum raus, in die Verkleidung rein, seitlich am Schweller bis nach hinten. Und dann zeige ich euch am Kofferraum, wo wir da rauskommen. Bei dieser Gelegenheit habe ich direkt die Masse mit angeschlossen. Ah, von hier sieht man die schlecht. Doch, das hintere, schwarze, dicke Kabel. Das ist die Masse und diese geht auch fleißig nach hinten bis zum Subwoofer. So, wir lassen den Subwoofer natürlich im Monobetrieb laufen. Ihr könnt es natürlich auch an links und rechts anschließen. Ich habe jeweils hier das mit dem schwarzen Strich hier drauf. Ist bei mir Minus. Und diese klemme ich hier an seine Klemme dran. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, ist natürlich auch besser, wenn ihr den alten Stecker vom Subwoofer euch aufmacht und eine originale Klemme drauf macht. Aber ich sage euch eins, so geht es auch super.
So, jetzt darauf achten, wir haben hier mit dem schwarzen Strich ist Minus. Dann gucken wir natürlich hier, dass wir auch das Braune nehmen. Das ist dann nämlich Minus. Und was hier rot ist, das wird dann Plus. Und wir sichern das natürlich auch gegen Ausrutschen oder Rausfallen. So, und die Lautsprecher sind auch angeschlossen. Und der kann dran. So Leute, hätte ich fast vergessen, diese ja, Remote-Kontrolle bzw. hier zum Regeln der Bassstärke anschließen und vorne irgendwo ja, ans Fahrzeug, ja, im Bereich eures Bedienfeldes anschließen, damit ihr auch hier dann während ihr fahrt das hier noch regeln könnt. Also ihr könnt es einmal so anschließen oder ihr könnt es hier auch abziehen. Das Kabel dann halt durch die Verkleidungen ziehen und den vorher jetzt schon irgendwo montieren. Ich klemme das Kabel mal generell jetzt ab, weil ich das jetzt noch verlegen muss schnell und zeige euch dann einfach später das Ergebnis. So Leute, und fertig, mein Lieblingssound läuft bereits. Wir setzen uns direkt ans Steuer und schauen uns das Ganze einmal von innen an. Ja, für die Kamera wie immer natürlich ein bisschen zu viel Bass, ist nicht so cool. Ja, trotzdem, wir müssen einen Soundcheck machen. Ja, ein bisschen heftig. Es ist echt leise gerade. So, und warte, wir machen nicht so laut. Wir drehen jetzt mal den Bass auf. Ja, Leute, so, ich zeige euch gerade mal, wo ich den Regler eingebaut habe. Da ist er, im Handschuhfach, also in so ein Versteck. Das Fach ist sowieso leer. Und perfekt. Leute, das rumst vielleicht, ne? Wisst ihr was, wir hören uns das einfach nochmal von außen an. Was hier so. Der Bass ist immer noch auf Hälfte gedreht. Sehr geil, sehr geil. Leute, also der Subwoofer kann was, der ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen, kommt richtig gut an. Also man merkt es in den Sitzen, das Vibrieren. Und wir setzen uns nochmal rein. Sehr gut. Sehr gut. Man muss natürlich auch nicht immer Musik mit Vollbass hören. Also was ich gerne mag, das würde ich euch gerne mal sagen, es ist nicht so, deshalb versteht ich mich nicht falsch, ich kriege häufig die E-Mails, hey Daniel, nicht so laut die Musik hören, nicht so lange und sowas. Ich muss euch dazu sagen, Leute, ja, was mir wirklich daran gefällt, ist, für mich persönlich, ich höre in der Regel Radio oder das hier, meine YouTube-Musik, und ich drehe nicht auf. Ich mache es einfach so, ich stelle es mir so ein, damit es sich für mich persönlich satt anhört, satt, ne? Und dafür muss man nicht laute Musik hören, damit lauter Musik hat man, kriegt man nur einen Hörsturz. Ja, die Einstellung Gain-Eingang, also hier vorne unten haben wir ja nur den Lautstärkeregler. Hinten am Subwoofer selber stellt ihr euch die Frequenz ein, wann soll der Bass kommen? Zwischen 35 und 145 Hertz, ne? Je tiefer, dann habt ihr nun dieses so richtig Tiefe. Ein bisschen höher drehen, ne? dann habt ihr ein breiteres Spektrum. Dann habt ihr hinten nochmal den Gain, den Basis-Gain, das ist der Eingang, die Basis auf Mitte stellen. Tastet euch da einfach ein bisschen dran, damit das auch mit eurer Musik harmoniert. Ja, und da hätte ich gesagt, das wäre es jetzt mal zum Einbau, zum Subwoofer. Wir sehen uns ja, an der Werkbank und machen kurz das Schlusswort. Ja Leute, der Einbau heute mal wieder ein voller Erfolg und ja, so wie es halt ist, meiner Meinung nach hört es sich richtig gut an. Das war jetzt ein Leon vom Innenvolumen, nicht allzu groß.
Der Subwoofer selber mit 20 cm Durchmesser hat schon ja, eine gute Größe und der Kasten, ne? Der ist natürlich riesig. Da hat man Platz für den ganzen Schall, für den Druck und die Sitze vibrieren natürlich auch mit, wenn man auflädt. Ist nicht schlecht, um was ich damit machen würde mit lauter Musik, ist mich irgendwo hinstellen, Musik anmachen und vielleicht zur Seite gehen oder so, damit man von hinten nur auf eine Ausstellung mal gucken kann oder so, bei Kumpels oder wie auch immer. Ne? Aber dröhnt euch nicht den Schädel durchgehend mit zu lauter Musik, sonst macht ihr euch die Ohren kaputt. Und der Sound ist natürlich wieder klar. Wie heißt das nochmal? Nicht gefühlvoll, intensiv, sondern... Und ja, überzeugend und fühlt sich auch, ja, man fühlt ihn auch, man kann den Sound auch fühlen, genau, das ist das, was ich gesucht habe, man kann den Sound fühlen. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen vielleicht beim Einbau, bei der Realisierung helfen, wie man was wo verlegt, beim Sound vielleicht, bei meinem persönlichen Soundcheck. Wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich sehr freuen und ja, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei Exten, bei ACR für die Zurverfügungstellung, dass ich diesen Subwoofer natürlich hier für euch vorstellen konnte. Super flach, passend für die Fahrzeuge, die eigentlich gar keinen Platz im Kofferraum haben. Ja, das war's in diesem Video, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss, euer Schrauber. Thank you.